Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ach ja, wir sind immer noch hier im Einkaufszentrum und ich muss jetzt mal zurücklaufen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum sind da jetzt auf einmal... Und ich hasse dieses Treten über... Ich denke immer, in Wirklichkeit ist jemand über mir. Und, oh Mann, oh, warum sind da jetzt voll die Viecher? Nee, jetzt muss ich meine Pistole nehmen, weil das war das letzte Mal so schlimm mit denen. Voll der Erschrecker hier, voll gemein. Ja, nee, ist klar. Ja, ist klar. Nee, lass mich, lass mich. Ey, wie gemein. Wie gemein ist das bitte? Dann soll der eine da doch rumlaufen, mir doch egal. Schiss, ey, ich krieg Schiss hier. Hier wollte ich ja gar nicht hin. Oh, ich dussel. Und der ist jetzt irgendwo da hinten. Mö. Ja. Ach so, links rum war das. Okay. Oh. Warum geht's ihr voll schlecht oder was ist los mit ihr? Das sieht nicht gut aus. Aber mal gucken, ob ich es noch bis zu diesem Laden schaffe. Stell die Karte. Direkt vor mir ist ein Monster. Da ich ja gerade nicht darum kann, laufe ich wohl mal geradeaus eine Runde. Ja, ist klar. Ist klar. Habt ihr Spaß hier? Ja, nee, kommt mir alle entgegen. Haha. Nee, hier war das nicht. Der ist es auch nicht, der Laden. Welcher Laden ist es denn? Och, direkt links von mir. Direkt links von mir. Da, der da. Haha. Ja, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Erstmal wieder in Sicherheit. Keines der Bücher ist wirklich interessant. Da kann man, die kann man überall kaufen. Blablabla. Boah, auf einmal stehen die hier. Also das ist schon nicht ohne. Da war Silent Hill 2 am Anfang zumindest relativ entspannt dagegen. Mein lieber Schwan, aber voll der schöne Laden. Nichts interessiert dich. Vielleicht das rote Buch hier? Das sind Magazine auf dem Regal. Einige sehen interessant aus, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Oh, so ein bisschen was zum Lesen zwischendurch. Hier haben wir Muni. Nimm die bloß mit. Ist voll wichtig. Da ist noch eine Tür. Ist denn hier noch was? Da, du guckst doch dahin. Was guckst du dir an? Was? Gehen wir mal auf die andere Seite. Zu der Theke hier. Da ist noch was. Da. Was ist das? Nicht? Hä? Guckt sie immer doch die Tür an? Was haben wir hier? So ein Stapel Bücher. Ah, das ist der einzige Ort, an dem noch Platz ist. Sollte ich die Bücher, die ich vom Boden aufhebe, einordnen? Ja, dann mach doch. Ich habe die Shakespeare-Anthologie. Shakespeare-Anthologie 5, 1 und 4. Gut, dann ordnen wir die mal ein. Und wie mache ich das? Hier wahrscheinlich mit. Gegenstände. Ja, einfach nach 1, 2, 3, 4, 5 oder wie? Kann ich hier nicht benutzen. Warum denn nicht? Kann ich die erstmal überprüfen? Huch. Prüfen. Sie lag im Buchladen auf dem Boden. Ein Buch von Shakespeare, genau wie auf dem Einband steht. Vielleicht steht ja irgendwas anderes bei einem Buch. Moment mal. Wenn wir die überprüfen, dann sehen wir hier auf den Büchern irgendwas, das da drauf steht. Und zwar ein Code. Moment mal. Ich meine nämlich, das ist der Code, den wir hier brauchen. Weil wir haben hier nämlich eine Tür, die kriegen wir bestimmt nur auf. Abgeschlossen. Ja, da ist nämlich ein Code, den wir eingeben müssen. Den kriegen wir natürlich dann nur raus. Da steht noch auf was ein Zettel. Ja, tatsächlich. Schön ist wüst und wüst ist schön. Bring diese Bücher in Unordnung. Ja, gut, dann machen wir das mal. Denn da ist der Code.
Okay, gut. Also stellen wir uns hier in diese Lücke. Ich hoffe, es ist die Lücke. Ist es die richtige Lücke? Wo auf dem Regal möchten Sie das Buch stellen? Warte, mach das mal hier hin. Geht das noch? Sieht nämlich so zahlenmäßig aus. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir mal das letzte hier hin. Ich weiß die Reihenfolge nicht. Nee, das war jetzt nicht gut. Nehmen wir das mal hier hin. Das dahin. Nee, das passt auch nicht, aber hier hin vielleicht. Passt. Sieht gut aus. Jawohl, 2509. Wieso, das ist doch richtig. Ne? Sieht doch super aus. Aber sie sagt dazu gar nichts. Ja, wenn 2509 nicht passt, dann. Wenn sie dazu nichts sagt, wir probieren das einfach mal. 2509. Hoffen. Hat geklappt. Yay! Und Monster, Monster, Monster. Wahrscheinlich direkt als Erschrecker. Oh. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters. They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, unspoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Okay, wer war das und was wollte die? Und wo sind wir hier? Waren wir hier an diesem Gang schon? Nee, wir sind hier noch gar nicht gewesen. Oh Mann, ey. Voll die Monster und voll creepy alles und sie weiß überhaupt nicht, was los ist und ist ganz alleine. Ach so, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Ja, super. Und ich hier immer mit meinen Ängsten ganz allein gelassen, aber so muss sie sich ja wahrscheinlich auch fühlen. Ist da noch was? Hinweise, Zeitpläne und so. Glaub nicht, dass die wichtig sind. Oh, sind hier wieder Monster jetzt? Nee. Immerhin. Was machte die hier und was wollte die? Voll gruselig. Was ist mit dem Aufzug? Geht er? Und wo ist die überhaupt hin auf einmal? Kaputt. Na toll. Und was ruckelt das denn jetzt hier auf einmal so? Es kann doch gar nicht ruckeln. Es ist doch meine Konsole. Ich darf nicht ruckeln. Ist das der Aufzug da vorne? Ich glaube, wir müssen, könnten da vorne ja noch mal hin. Voll verrückt hier echt. Ja, ich laufe mal da lang. Gucken wir mal, ob wir da durch können. Gut, okay, dann hat sich das schon mal ausgespielt hier. Dann können wir ja nur noch mit dem Aufzug fahren, oder? Ja. Und wohin? In Silent Hill Welt direkt rein. So.
Es gibt keine Tasten für den Aufzug. Das ist ja toll. Was ist denn los hier? Hä? Voll übertrieben. Heftig. Ein Radio. Warum zum Teufel fällt das von der Decke? Das erklärt wohl zumindest die Statik von eben. Aber es empfängt nur Statik. Ob es kaputt ist? Ich habe ein Radio. Na toll. Oh Gott, arme Heather. Wo geht sie hin? Is this a dream? It's gotta be. Ein Albtraum. Not even a kid could believe in this. When am I gonna wake up? Nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich hab hier was für euch. Ich hab hier was für euch. Hier, verwenden. Hier, verwende das doch mal. Offen. Puh. Sieht nicht so aus, als wäre etwas Nützliches. Nicht Nützliches? Hallo? Voll die Gesundheitsdrinks. Nimm die bitte mit, Mädel. Ja, jetzt ist vielleicht nichts Nützliches mehr da, aber vorher schon. Oh Mann. Oh, mein Controller vibriert voll. Eine Ampulle. Was ist denn? Warum vibriert das denn so? Geht's ihr so schlecht? Ja, ich glaube, ihr geht's echt ein bisschen schlechter. Ich nehme mal so ein Ding. Nein, jetzt habe ich zwei genommen. Aber jetzt ist sie auch erst blau. Und jetzt vibriert auch nichts mehr. Das wieder. Wenn ich es ansehe, tut mir der Kopf weh, aber gleichzeitig ist es irgendwie so vertraut. Ich weiß, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube auch, es wäre besser, mich nicht zu erinnern. Was auch immer das heißt. Puh. Und wie immer freue ich mich, wenn ich speichern kann. Vor allem an diesem Ort hier. Aber ich hätte gern noch mehr Schlimmeres hinter mir, bevor ich gespeichert hätte, aber egal. Hier gibt es Bücher und Magazine, aber ich habe keine Zeit zu lesen. Boah, was ist voll der Schockerpart, ey. Also voll das Schockerspiel. Ich finde, das ist für den Start viel schlimmer als Silent Hill 2. Und das ist so ungewohnt schwer auch. Das ist nur ein Liebesroman, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Okay. Ist hier auf dem Stuhl noch was? Nee, dann gehe ich jetzt wieder raus. Moment, vorher lade ich aber nochmal neu. Neu laden, so. Ohne die kommen wir ja hier gar nicht klar. Haben wir hier überhaupt eine Karte von? Ach, tatsächlich, wir sind immer noch im Kaufhaus, nur unten. Oh je, Mini. Also dann gehe ich jetzt nach rechts und klapper die Türen hier nochmal ab. Okay. Ich muss mal meine Karte benutzen. Da war ich nämlich schon. Ich müsste eigentlich mal ans Ende des Flurs, aber ich werde hier auch nochmal rumgehen. Oh, super, ey. Oh, ist das schlimm. Und die sind voll abgelenkt jetzt wegen dem komischen Rindfleisch, was ich denen gegeben habe. Furchtbar. Ja, genießt es, Leute. Lass mich. Gut. Gut.
Scheiße. Mit dem Aufzug kann ich, glaube ich, nicht mehr fahren. Dann gehe ich jetzt hier links rum. Ach, da war ich ja schon drin, ne? Aber ich bin gerne doch mal hier. Okay, also jetzt links lang. Okay, das schaffe ich auch noch. Gott sei Dank. Hilfe, was ist hier los, ey? Nein. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich hier draußen und... Oh, ich habe eine Tür vergessen, aber die war bestimmt auch zu. Oder? Scheiße, ich muss nochmal zurück. Welche ist es denn genau? Die zweite von rechts. Kaputt. Okay. So, und wo geht's hier jetzt lang? Wohin? Ach, hier rein. Oder was? Wo soll ich denn hin? Hier war ich auch noch nicht. Hä? Oh Gott, ich bin total verwirrt, wo ich... Was? Aha. Ich sehe auch gar nichts. Es ist voll dunkel hier. Und du kannst dich hier raufstellen, oder was? Was? Nochmal, eine Leiter hängt zur Hälfte von der Decke. Selbst wenn ich auf dem Tisch stehe und mich strecke, kann ich sie nicht erreichen, wenn ich nur was hätte, mit dem ich sie fassen könnte. Also müssen wir dafür noch was finden, ja? Eine Leiter? Ja, ja, okay, alles klar. Gut, das heißt, wir kommen hier nochmal zurück. Aber mehr kann ich dann hier auch nicht tun. Super. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich herkomme. Von links. Okay. Also von hier, ja? Laufe ich dann richtig? Ja. Oh nein. Monster, Monster, überall Monster. Nein, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Kaputt. Und da kann ich rein. Achtung, schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Ah ja. Ich will aber nicht das Licht ausschalten. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Taschenlampe. Patron. Patron. Und der Hilfekasten. Wuhu. Okay. Jetzt fühle ich mich besser. Yeah. Also soll ich jetzt das Licht ausschalten, ja? Lichtschalter. Ja, ich schalte es aus. Und sehe ich jetzt hier schon was Tolles? Na gut. Dann brauche ich nochmal die Karte. Muss nämlich wissen, wo ich hin soll. Die nächsten muss ich auch nochmal abklappern. Wenn ich gleich hier links rauskomme. Nein! Das ist der Raum, wo ich gerade... Nee, das ist nicht der Raum, wo ich gerade war. Huch. Was haben wir hier? Reinigungsmittel. Okay. Und Toiletten. Ist da tatsächlich jemand drin? Aha. Okay, da ist jemand drin. Das ist sehr schön. Ih! Es ist mit Blut getränkt, aber es ist niemand hier. Hat jemand geantwortet oder bin ich das nur? Oh, wie eklig. Ihhh. Wie gruselig. Das ist jetzt echt eklig und gruselig. Es ist voll mit siffigem, trübem Wasser. Das muss irgendwo verstopft sein. Willst du die Verstopfung entfernen? Ja. Ugh. No. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting?
Aber witzig. Witzig gemacht. Definitiv. Oh Mann, ey. Kaputt. 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 Aha. Und hier können wir durch? Hier können wir durch. Ah ja. Und wo komme ich dann hin? Ah, ja, super. Ja, super. Ja, yay. Gehen wir mal schnell in den Raum, den wir schon kennen. Oh, der jetzt komplett anders aussieht. Diese Kleider sind furchtbar dreckig. Überall Blutflecken. Die waren vorher nicht so. Was könnte passiert sein? Wir sind auf jeden Fall gerade in sowas wie einer Silent Hill Parallelwelt wieder. Und das war vorher nicht so. Ist das Monster denn noch hier? Nee, auch nicht. Krass. Echt krass. Was sagt sie dazu? Ich habe eine kugelsichere Weste. Yeah. Wir haben eine kugelsichere Weste. Es ist definitiv besser und auch ganz anders als die anderen Spiele. So. Gegenstände. Prüfen. Aber sie ist schwer und behindert, also renne ich langsamer. Unter einer Jacke ist sie schwer, aber sie sollte gegen die Angriffe eines Monsters schützen. Wenn wir die jetzt mal ausrüsten, was ist dann? Wie langsam bin ich dann? Ach, das geht doch aber noch, oder? Von der Schnelligkeit, ich finde, das geht noch. So ganz so schlimm finde ich es gar nicht. Ich habe einen Kleiderbügel. Huch, ein Kleiderbügel. Ach, mit dem Kleiderbügel könnten wir vielleicht die Leiter runterholen, oder? Ist das zu, naja. Haben wir jetzt alles hier aus diesem Raum? Ja, okay. Und können wir denn auch da hinten jetzt durch? Wie es vorher war? Kaputt. Mit der Taschenlampe und dieser Parallelwelt sieht natürlich alles schon wieder so richtig eklig aus. Gruselig. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.